Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Frontiers. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Und ich weiß tatsächlich nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber heute wieder die drei M's, Marc und Marc, mit dabei. Moin. Moin. Moin, moin. Also ich bin auf Feld 12 und sehe schon mal an. Du siehst schon mal an. Was haben wir denn in der letzten Folge gemacht? Kann mir das einer erklären? Wir haben noch die Kuhstelle. Achso, warte mal, ich habe hier, genau, ich habe hier den Mist abgeladen. Wir haben noch die letzten... Um 18, genau, Kuhstelle. Kuhstelle haben wir gemacht. Da gucken wir gleich mal rein, wann der nächste dran ist. 60. Dann haben wir die Felder hier oben noch fertig gemacht, alle. In 4 Stunden erst. In 4 Stunden erst. Oh nee, Famous hatte ich noch nicht. 4 Stunden erst. Aufträge. So. Da haben wir noch nichts großartig Wichtiges dabei. Gut. Ihr macht gerade die 12 fertig? Jo. Jo. Okay. Haben wir danach noch ein Feld? Oder? Eins. Die 1. Ja. Meiner Meinung nach müsste die 1... War nicht irgendwas, was gepflügt werden musste? Warte mal. Die 1 muss gepflügt werden. Ich überlege, ob ich die 1 verkaufe und vom Spiel bestellen lasse über Nacht. Möglichkeit, ja. Gut, ansonsten ist eigentlich alles soweit fertig. Wir könnten noch mal die 13 und 15 striegeln. Warte mal, nee, die sind ja unsere Grasfelder. Warte mal, auf der 12, falsche Frucht. Moment. Hm? Oh! Schwierig. Was, falsche Frucht? Ich dachte, die wäre eingestellt. Nee, müsstest du bitte mal noch ändern. Ja, Moment, was ist das denn? Gerste, ne? Ja. Richtig. Oh, was müssen wir jetzt neu ansehen? Nein, nur das, was Marc da, den Streifen, den Marc da noch gemacht hat. Oh, Gott sei Dank. So. Welchen Traktor haben wir bei der Ernte von dem John Deere mitbekommen? Bei der Sonnenblumenernte auf 7. Wisst ihr das noch? Welcher Traktor war der? Oh, war das der 39er? Ich glaube, ja. Oh, das wäre ja bitter. Den würde ich ja so gerne noch ein bisschen behalten. Das war der... Oder haben wir die Grasmisten? Nee, Grasmissionen haben wir auch noch laufen. Das könnte sie auch gewesen sein. Deutz und Anhänger, Deutz und Anhänger. Okay, Deutz und Anhänger. Dann würde ich jetzt mal euch einen Fan vorbeibringen, weil ein Deutz... Ihr habt zwei Deutz gerade, ne? Ne, ich habe einen New Holland. Hallo. Wer hat einen Deutz? Soll ich gleich nochmal wiederkommen? Nee. Wer hat einen Deutz? Ich hab einen Deutz. Also du kannst gehen, aber nicht wiederkommen. Spaß, erzähl, was hast du? Du, Hammer, du merkst ja selber, dass hier gerade so ein bisschen ruckelig ist, ne? Null. Null? Null. Okay, bei uns allen anderen ruckelt's. Ich verarsch dich gerade nicht. Es ist wirklich absolut schnieke, wie es läuft. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen recherchiert und wir haben daraus festgestellt, dass es deine Kuhstelle sind und das ist eine Behinderung für uns alle und würden deshalb gerne bitten, das abzubauen. Ansonsten müssen wir leider die PL mit einschalten. Hast du mal in den Spiegel geschaut? Das ist eine richtige Behinderung. Jetzt verpiss dich auf dem Channel. Alter. Pass mal auf. Erstmal baust du deinen Kuhstall ab, so fang mal an. Ja? Achso, wegen einem ja, Kuhstall. Nee. Und dann gehst du zur Keule und sagst, der soll seine 8 Kuhstelle abbauen. 9. 9 hat er? 9 hat er? Ja. Dann soll der seine 10. 9. 10. Was? Was? Ja, guck doch auf die Map. Jetzt mal Real Talk, wie viel hast du? Weniger? Ich hab weniger. Schnüffeln die alle Lack oder was? Ich glaube, Keule will hier. Geh doch mal zur Keule und frag ihn mal, ob der. Also, wer weiß, dass das Ziel war, alle Felder, nicht alle Kühe. Ja. 10 Kuhsteller hat der? Da brauchen wir uns nicht wundern, warum das hier so ist. Also, soll ja jetzt gerade nur ein Witz sein, aber das ist ja echt schon hart. 10 Kuhstelle ist krass, Digga. Also, wenn er 10 hat. Die hab ich nicht mal. Wenn er jetzt 10 hat und wir sagen jetzt, ich weiß nicht, wie viel du hast, ich sage jetzt einfach mal 5, das sind 15 Kuhstelle, so schon allein, plus meiner sind 16. Also, ich kann dir sagen, wie es ist. Wir haben insgesamt über 20 Ställe auf der Karte. Weil du hast ja auch noch Schafe. Ey, jetzt mal. Ja, ach, stimmt, ja. Aber jetzt mal. Und bei mir wird genölt, weil da 20 Bullen bei mir auf dem Hof liegen.
Bei was? 20 Ballen! 20 Ballen! Ja, Wahnsinn! Bei dir. PL! Junge! Marc schreibt PL! Hallo, hab ich schon, er soll die Ballen wegräumen. Habe ich schon weggeräumt, alle aufgelöst und im Lager drin. Aber da wurde sich drüber beschwert, 20 Ballen. Nee, das ist aber gut, weißt du warum? Weil da kann ich meine 30 Ballen liegen lassen draußen. Ah nee, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 21, 21 und 6 sind 27. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sind 30, 57, 60, ja 64, 65 Ballen habe ich liegen. Draußen. Ja, gut, ich habe aber lieber, 100 Ballen irgendwo liegen, die man irgendwie noch ganz schnell wegbekommt, als 720 Millionen Kuhställe, wo wir alle jetzt hier lecken durch. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Wir machen den, aber richtig, richtig Feuer. So, gut. was wollte ich sagen? Und zwar, Marc, ich würde gern, wir müssen, pass auf, ich will was rausfinden. Es geht nicht anders. Warte mal kurz. Ich muss kurz überlegen, ob das taktisch klug ist. Was ist denn, Marc, eine Frage. Wenn ich ein Feld kaufen will und es heißt, es ist eine Challenge drauf, ich kann das nicht kaufen. Ja. Windradkohle übrigens, schreibt der Chat. Ja. Und dann kann ich das Feld nicht kaufen, ne? Ist ja logisch, bis ich die Challenge erfüllt habe. Ja. Kann ich aber ein Feld, was ich schon besitze, verkaufen und kaufen? Was damit nichts zu tun hat. Verkaufen, ja, kaufen, nein. Ey, keiner nimmt hier die Verantwortung für irgendwas in die Hand. Das ist, was ihr seid. Das ist... Jetzt nochmal, Stotter, Heini. Ey, war ohne Witz. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn jetzt machen? Verantwortung in die Hand. Weißt du wo, hab ich mich beschwert, als du deine krummen Geschäfte unten am Hafen gemacht hast mit deinem Saatgut-In- und Exporthandel? Der nicht angemeldet war? Ja, hast du? Was hab ich? Ja, weil du doch der alles blockiert hast, das kommt ja auch noch dazu. Ja, und das hast du auch noch eingekleidet, weil er gerade kurz nur ein paar auf zwei Sekunden steht, ey. Ja. Ja, was hat denn Keule gesagt? Ja, dass es nicht lecken würde bei ihm. Ja, kauf dir einen anderen Computer, Mann. Hat er auch gesagt. Hat er auch gesagt? Ja. Oh, das ist hart. Jetzt sind die Brüder, oder was? So, jetzt gehst du bitte hier raus, überlegst dir kurz, was du gesagt hast, und dann darfst du auf Knien kommen und darfst um Entschuldigung bitten, ja? Und schickst gleich 20 Subs mit, ja? Sonst nehme ich die nämlich nicht an. So einfach ist das. Tschüss. Ja, tschüss auch rein. Penner, ey. Ich habe 14, 5 und 15 gekriegt. So, 15 sind fürs Windrad und 14 sind Ausgleichszahlungen für die Feldpreise. Genau. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Pflügen auf der 1. Warte, das kommt mir so wenig vor. Ich muss mir kurz. Chat, pass auf. Leute, Chat, wir müssen ganz kurz, bevor es weitergeht. Warte mal, die 7 hat die schon jemand. Die hat noch keiner gekauft. Das heißt, da könnte eine Challenge drauf sein. Kein Mensch weiß, ob auf der 7 eine Challenge. Doch, die 7 war challengefrei, die hatten wir schon. Die 7 hatten wir schon, ja, das glaube ich auch. Die hatten wir schon? Das ist so, ja. Okay, ich möchte die 7 kaufen. Marc. Ich gucke gerne nochmal kurz in die Liste. Hey, ja, ihr habt das jetzt gesagt, jetzt komm nicht mit der Challenge. Da ist der Zug abgefahren. Alles gut, kannst kaufen. Okay, ich kaufe jetzt die 7. So, jetzt ist der Deutz weg. Gut, Deutz ist weg, Trecher ist weg. Okay. Warte ganz kurz, musst du einfach was gucken. Okay, 7 bitte ansehen. Ja, was? Warum? Du bist doch durch hier mit dir im Feld. Ja, ich bin hier nochmal drüber, weil da noch andere Farbe war, deswegen. 7 ansehen mit, ja, was haben wir denn? Guck mal, was man noch nicht groß... Wo ist denn unser Düngerstreuer? Der steht hier zwischen 12 und 11. Zwischen 12 und 11? Gut. Dann die 7 bitte einmal ansehen. 13 Grasmissionen.
Warte. Und Kartoffelmission auf der 66, die sollten wir einmal annehmen und löschen. Vertrag akzeptieren. Nicht, dass noch jemand abbrechen. Kartoffeln braucht. Abschließen. Habe ich. Geräte ausleihen. Gut, ich habe die 13 erstmal gesichert und die eine abgebrochen, ja? Super. Gut. Wenn wir eine bessere Mission sehen, müssen wir natürlich switch mal um. Switchen, ja. Gut. Zwischen 12 und 13 ist der Dünger. Was soll aufs Feld? Ich weiß Raps? Es nicht. Haben wir noch gar nicht. Was? Raps? Ja. Nee, was in die Mühle geht. Ach so, aber Weizen. Oh, nee, Weizen nochmal. Ja doch, Weizen wäre gut. Haben wir nicht da so viel? Haben wir nur zwei Felder von. Na, mach Weizen. Mhm. Dann mach Weizen. Weizen ist passt. Gut. Jetzt folgendes, und zwar folgendes ist passiert. Wir haben, es gibt eine Sache, die nicht ganz fair ist. Es gab zwar viele Sachen, die ziemlich unfair waren mir gegenüber, aber da lassen wir, reden wir am besten am Ende des Projektes wieder drüber, wenn wir nicht gewinnen sollten. weil dann werden wir uns da dran hochziehen, ist klar. Spaß. Aber eine Sache ist tatsächlich nicht ganz fair, und zwar, das soll ja ein Challenge-Projekt sein für alle dieselben Bedingungen, also Rahmenbedingungen. Das heißt, wenn ich muss mir alle Felder bis in die Mitte reinkaufen und das, jeder hat ja die gleiche Ecke, ne? Und das muss ja am Ende das gleiche kosten für jeden. Jetzt ist festgestellt worden, und das ist eine Tatsache, entschuldigt, dass die Felder unterschiedlich eingerahmt sind von ihrem Kaufgröße. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Milo die teuerste Ecke hat. Das heißt, Milo, um alle Felder zu kaufen bei sich, muss 300.000 Euro mehr bezahlen wie ein Keule. Weil der hat die billigste Ecke. Und Füsi und ich müssen ein bisschen mehr bezahlen wie Keule und so weiter und so fort. Und das sollte jetzt ausgeglichen werden. Und das heißt, Milo hat jetzt um die 270.000 gekriegt. Wieso haben wir jetzt aber nur 14.500 gekriegt? Ist das tatsächlich so wenig gewesen? Für uns? Weil wir, also unsere Felder in unserem Quadranten kosten 17 oder 17.800 mehr als Keules. Der hat am wenigsten sozusagen zu zahlen. Und wir haben gesagt, nur? Dass wir 80... Was? Nur 17.800? Mehr als er zu zahlen hätte. Der Keule hat den billigsten Quadranten, oder? Genau. Mit 5.280.000 oder irgendwas. Und wir haben 5.300.000, also knapp drüber. So ein bisschen. Ich habe gerade ein bisschen aufgerundet, ne? Ja. So. Und Milo hat halt 5,6 Millionen. Ja. Das ist nochmal deutlich drüber. Und wir haben nur 80% ausgeschüttet, weil wir gesagt haben, es ist sehr schwierig, sowas, dass das so spät im Projekt auffällt, ist nicht so toll. Und das zweite sehr spät ist aufgefallen, ja. Ja, er hat aber auch mehr Feldfläche. Es gibt auch Felder, die bei ihm kleiner sind als bei Freezy zum Beispiel, ist auch ganz witzig, das letzte Feld. Mhm. Aber in der Summe ist er halt deutlich drüber. Und er hat aber auch mehr Feldfläche und die hätte er theoretisch nutzen können. Ja. Deswegen haben wir gesagt, 80% ist ein ganz fairer Kompromiss. Ja, er hat es tatsächlich aber auch nicht benutzt, die mehr Feldfläche. Ja, ja. Also es ist keine Feldfläche, es ist Randfläche. Um euch das Ganze mal kurz zu demonstrieren. Alleine seht man hier die 95, 92, 93. Seht ihr die? Die sind bis hoch gezeichnet. Von dem Kauf. Und bei mir fehlt er die Hälfte. Meine kostet 395.000 und seine kostet 428.000. Also da allein sind schon über 30.000 Unterschied. Nur bei dem einen Feld. Das ist ein sehr teures Feld, ohne Frage. Aber ja, das nur mal zur Info. Und deswegen haben wir das jetzt ausgeglichen. Deswegen haben wir noch mal ein bisschen Geld gekriegt. Und ja. Der Big M die 13 mähen kann, wäre tatsächlich interessant, weil der Big M ist aus einer Mission und auf der 13 haben wir gerade eine Mission. Ich werde meinen Plan, den ich verfolge für heute, erst machen können, wenn wir ein... Hallo. Ja? Moin. Nochmal, habt ihr eine Ballenpresse?
Nee, warte mal. Nee, nee, eine Beinpresse haben wir nicht. 100 Milliarden Kuhstelle, aber keine Beinpresse. Das sind wir die richtigen, ey. Mein Gott, ey. Deswegen haben wir ja 60 Ballen ausgelagert. So. Die 1 war. Was ist denn da 1? Die muss gepflügt werden. Ah, ist abgeerntet. Tino eben. Ja, ja. Fehler. So, du siehst die 7 an, ne? Ja. Dann kann ich da striegeln. Ja, lass mir mal ein bisschen Vorlauf noch. Sonst wenn nicht, kann die 12 nochmal gedüngt werden. Marc, du kannst dir den Düngestreuer schnappen. Ja, dann komme ich rüber mit dem Striegel und hol mir den Streuer. Ja, ich fahr schon mal rüber. Da hast du, brauchst du noch hinher switchen. Ja, genau. Und ich habe einen Plan, aber der Plan wird erst funktionieren. Also wir werden die 1 jetzt verkaufen. Oh, warte mal, was ist denn auf der 2 angesät? Zuckerrüben. Oh, nee. Da müssen wir auch nochmal drüber fetzen. Oh, das ist ernst gemeint. Scheiße. Das du hast schön Pflegebereifung. Richtig. Jetzt einmal quer über den Acker. Jo. Warte mal, das war voll gedüngt, glaube ich. Fertig, fertig, fertig. Genau. Ich dünge die eine hier jetzt noch schnell. Oder wenn nicht, mach du, Marc. Ja, dann spring ich rüber. Wo ich sagen muss, wir haben heute schon wieder ganz, ganz miese Arbeitsgeschwindigkeiten. Ja. Bleibst du jetzt drin, oder? Nee, kannst. Ich verkaufe die 1 und die 2. Mist. Wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Oh, ist das dämlich. Kann das mit dem Wartungszustand zu tun haben, ja, die Geschwindigkeit? Ja, oder die Lecks halt wieder. Ja, alles nur wegen Keule. Brauchen wir nicht holen, die Maschine hier, das ist Billo. Leute. Aber wieso? Aber jetzt leckt es aber richtig heftig, kann das sein? Mhm. Ja. Geht gar nichts mehr. Jetzt geht's wieder. Das könnte Speichern gewesen sein. Tatsächlich. Könnte tatsächlich Speichern gewesen sein. Haben wir genug Saatgut und Dünger noch im Lager? Weiß ich nicht. Dünger produzieren wir selber, Saatgut kann ich dir nicht sagen. Dünger haben wir selber, das recht. Saatgut kann ich nicht sagen, ich habe gerade einmal aufgefüllt. Die stehen auf Verteilen. Er ist durch. Was hat man in den Lagern? 1000 Liter, kann man auch wieder einfahren. Gut. Jetzt haben wir keinen Traktor mehr. Bei der 13, was steht? Ach, das ist ein Big M, ne? Das ist der Big M. Mhm. Ja, auf guter Spiel, da müssen wir eh ein investieren, ne? Mhm. Oder wie sieht's mit Mieten aus? Was haben wir denn aktuell? Achso, warte mal. Den Mischer, aber den brauchen wir eigentlich nicht mehr lange. Fahr mir mal bitte. Sobald du fertig bist mit Düngen, Marc, gib mir den mal bitte wieder. Dann kann ich nämlich noch Mischfutter machen. Mit dem MF? Ja. Mhm. So. Wir müssen das jetzt. Ach, wir spulen ja jetzt auch gleich. Wir müssen aufpassen wegen Kühe. Ich glaube um 9. Ich könnte aber auch um 8 sein. Es ist kurz vor 8. Nee, in 3 Stunden. Also um 8, 9, 10. Echt? Mhm. Wow.
Wir kommen nicht mehr über die Brücke, Leute. Wir können ein was probieren. Wir können den Big M auf der 13 mal probieren. Ich glaube, das war jetzt Missionsfeld, ne? Wir probieren den Big M mal auf der 13. Vielleicht funktioniert er. Weil es ja ein Missionsfahrzeug ist. Es könnte nämlich sein, dass er dann generell für Grasmission geht. Ja, normal müsste das funktionieren, so viel ich weiß. Wenn das eigentlich das falsche Gerät ist. Ansonsten durchs Wasser fahren kostet 15.000. Oh, der geht. Der geht. Ja, perfekt. Nein, die Platte, die Mistplatte haben wir nicht neu platziert. Und die das werden wir auch nicht weiter besprechen, das wird geschwiegen, ja? Leute, Mistplatte nicht mehr erwähnen. Das M-Wort. Das Einzige, was ihr erwähnen dürft, ist mich in der letzten Folge immer, also immer in der Montagsfolge, in der fünften, die wir im Livestream machen, immer nur sagen, bitte unbedingt sagen, Manus Mist. Mist lehren. Mist lehren. Das ist wichtig. Wir können den Drecker nicht holen. Die Brücke ist oben. Lieber Chat, 19 Uhr geht die Brücke hoch und 20 Uhr fangen wir an mit Spulen. Aber es werden... Na, jetzt habe ich es gesagt. Aber wir brauchen auch noch nicht spulen, dann können wir erst noch fertig ansehen. Wer macht denn heute die Zeit? Weißt du doch. Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Und außerdem wollte ich noch sagen, das Geld fürs Windrad kam vorhin. Mensch, Chat, was ist denn heute los, ey? Das Geld fürs Windrad kam doch schon. Spät eingeschaltet, wa? Na. So, Marc kloppt die 7 durch, das passt. Ist fertig. Warte mal, 7? Nee. Nee, aber Marc. Der MF steht jetzt wieder hier. MF einfach hinstellen, dann kannst du striegeln. Passt. Jo. So. Danny Holland ist irgendwie nicht toll. Der fühlt sich so extrem schwach an. Also der kommt nicht aus dem Pott und zieht auch irgendwie nichts. Dabei sieht er so groß aus. Ne, irgendwie, gell? Komisch. Sehr unsauber gearbeitet jetzt hier gerade, Chat. Ja, das so. Hier sieht aber noch nicht angesehen aus. Da oben ist es noch nicht hier oben. Eieieiei. Ja, wenn die Maschine schneller machst, dann bin ich auch schneller. Wie schnell siehst du denn an? 10 bis 11. Ja, ist aber, glaube ich, 12 ist normale Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, dann passt das doch. So, um 10 nächster Kuhstall. Das passt auch. Dann werden wir jetzt die Düngerproduktion weiter anschmeißen. Und zwar werden wir... der Mist ist auch durch. Werden wir noch Mist und Gülle reinholen, da was jetzt über die Nacht anfällt. Und dann soll das passen. Ich verkaufe jetzt das Feld Nummer 1. Dass das neu bestellt wird. Mal gucken, was er uns drauf macht. 18 km/h ist ansehen? Nee, oder? Ja, kommt drauf an, welche Maschine du hast. Ja. Würdet wahrscheinlich auch geben, aber die hat 12 im Schnitt. Verbund mit der 2. Wir kaufen die doch wieder, Scholdi. Alles gut. Wir kaufen die wieder. Ich möchte nur, dass das Spiel quasi die 1 für uns ansieht. Und theoretisch auch pflügt. Theoretisch auch pflügt. Wo macht Milo Holz? Hoffentlich nicht in den Randbereichen von den Feldern. Das wäre jetzt aber richtig mies, oder? Er macht kein Holz. Ich würde ja dann sagen, Disqualifikation, ne? Vielleicht schnitzt er auch. Nein, Scholdi, ich weiß doch, alles gut.
Ja, welche Frucht rüberkommt, ist halt dann Lotto, ne? Aber wir hätten es ja zeitlich, nicht mehr geschafft, das jetzt zu bestellen. Und es hätte gepflügt werden müssen, was wir noch viel weniger geschafft hätten. Und deswegen ganz einfach. Die 2 wird nicht neu bestellt. Die 2 wird ja nicht neu bestellt, wenn ich die verkaufe, oder? Nö. Solange ja, wenn sie angesät ist, nicht. Aber bleibt das so stehen? Verkauf die 2 mal mit. Scheiß drauf. Ich meine, wir können ja eh nichts machen. Das glaube ich doch nicht, oder? Wo ist Stopp? Stopp? Ja gut, dann sind wir erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Lieben. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ja, morgen starten wir wieder rein mit der Ernte. Kühen und. Wir haben viel zu tun, müssen viel machen. Und ja, bis morgen. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.